Das Sturmtief in der Bundesrepublik Deutschland, entfacht durch den bayerischen Minister Seehofer, verzieht sich so langsam. Die Wogen glätten sich und die Landtagsabgeordneten sind bei der bevorstehenden Wahl im Oktober bedacht darauf, die Wogen noch mehr zu glätten, Vertrauen zurückzugewinnen und wie gesagt für die Landtagswahlen hier in Bayern im richtigen Licht zu stehen. Thomas Kreuzer wird das gelingen. Er ist sehr beliebt und ist heute in Wingensbach und wir haben ihn beobachtet. Viele Diskussionen, viele Gespräche, nützliche Gespräche. So kann Thomas Kreuzer sicher sein, dass die Wingensbacher, schon dem Namen zuliebe Kreuzer, das richtige Kreuz machen werden.